Miami, Collins Avenue, South Beach, den 5. April 2077, 19 Uhr. Die Atlantikküste ist 200 Meter entfernt. Stan sitzt vor seinem Laptop. Im 100 Quadratmeter großen Nebenraum waren wie immer Frauen. Sie bevölkerten ständig sein Domizil. Er war nie alleine. Er hatte irgendwann aufgegeben, sich ihre Vornamen zu merken. Er mochte das Lachen und Stöhnen als Hintergrundgeräusch. Dabei konnte er sich am besten konzentrieren. Männer waren für ihn nur als Geschäftskontakt interessant. Frauen. Sein Leben sind die Frauen. Oh je, was machst du mit mir? Und ich liebe es so sehr. Mein Arbeitsbüro. Das war eine untertriebene Bezeichnung für meine 200 Quadratmeter Loftwohnung. Mein Laptop benötigt nur eine kleine Ecke meines flachen Tisches, deren Oberfläche aus türkisfarbenen Marmorfliesen besteht. Ich recherchiere im Internet. Dr. Barton langweilt mich. Früher habe ich für den Geheimdienst richtige Sache gemacht. Barton ist Spielkram. Trotzdem nehme ich diese Arbeit wichtig. Er bezahlt mich für gute Dienste. In meinen Augen lächerliche Dienste. So auch heute wieder. Der Anruf heute bedeutet für mich 4 Wochen Leben. 4 Wochen Leben, wo Leben stattfindet. Wo Frauen an den glanzvollen Catwalks halbnackt entlangschlendern. Stringtanga ist Standard. Auch abends, wenn die Restaurants bevölkert werden. Nachtclubs. Die Nachtclubs haben das Problem, dass sie keine Steigerung mehr erreichen können, wenn Pornomodels, Filmstars, die Reichen, ihre Haut schon am Nachmittag, nachdem sie sich von der Nacht ausgeschlafen haben, am Boulevard jedem zeigen, der 5 Sekunden Zeit hat, hinzusehen. Ja, Zeit. Zeit ist so kostbar hier. Nicht, weil niemand Zeit hätte, sondern weil es darum geht, seine Zeit nicht mit Dingen zu verschwenden, die langweilig sind. Und in dieser Welt ist alles langweilig, was normal ist. Normal wäre es, eine Bikinihose zu tragen, die die Pobacken bedeckt. Deshalb ist es Zeitverschwendung, sich das nur 5 Sekunden anzusehen. Das meine ich, wenn ich sage, Zeit ist kostbar. Zeit wird also nur für das investiert, was dich begeistert. Und was kann dich an einem Platz noch begeistern, der mit dem Paradies vergleichbar ist? Exzesse. Und die versprechen derselben. Wunderschöne, nackte, große Pobacken, die bei jedem Schritt schwingen. Unbedeckt, nur mit Stringtanga. Das ist es, was die South Beach braucht, damit noch irgendjemand einen Blick länger als 5 Sekunden schenkt. Ich denke, ich habe erklärt, wo ich lebe. Es ist klar, dass ich mich nicht mit den Pornofilmen im Internet langweile. Das wäre Zeitverschwendung. Ich möchte diese Pobacken live, in 3D und in Farbe. Und nicht nur das. Ich möchte nicht nur die Haut, das Warme fühlen, sondern eine Verrücktheit dazu. Ich liebe es, Frauen in ausgefallenen Situationen erleben zu können. Das sind meine Studien. Es sind genau diejenigen Dinge, die von der Norm abweichen. Ich hasse die Norm. Norm ist langweilig. Patriarchat ist Norm. Komplexe sind Norm. Charme ist Norm. Eine Frau im Badeanzug oder mit viel Stoff auf den Pobacken ist Norm. Das will niemand sehen an der South Beach. Deshalb bin ich hier. Mein Internetradio läuft ständig. Ich lasse mich mit genderideologischen Studien berieseln. Ich kenne sie zwar, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie meine eigenen Studien unterstützen. Leider bisher ohne Erfolg. Ich mag Frauen nur, wenn sie authentisch sind. Das ist ein trivial klingender Satz. Frauen sind so gut wie nie authentisch. Es gibt die Ausnahme, ja, eine besoffene Frau oder zugekifft. Beides kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte Frauen erleben, die ohne Alkohol, ohne Drogen Authentizität zeigen. Dass das schwieriger ist, als einen Menschen von seinem Trauma zu befreien, hatte ich geahnt. Vor 12 Jahren fing ich an mit meinen Forschungen. Ich bin schon etwas weitergekommen. Zumindest habe ich festgestellt, dass meine Studien in München nicht erfolgreich werden konnten. Die Gesellschaft dort ist nur zum Teil offen. Sobald es um etwas Existenzielles geht, schalten sie auf Patriarchat um. Diese Scheinheiligkeit des unfreien, komplexbehafteten.
selbstverräterisch ist die Welt, die ich nicht mehr freiwillig betrete. Wippende Frauenpobacken an der South Beach sind weder obszön noch dekadent. Sie sind eines. Sie sind ein Teil einer verdammt direkten Ehrlichkeit. Verdammt direkt. Und so eine Frau einzuladen, die schon auf dem Boulevard nackt war, ist eine andere Dimension. Kannst du dir das denken, dass dieses Gespräch mit dieser Frau in den ersten Minuten völlig anders abläuft als ein Gespräch mit einer Frau aus München? Ich muss das nicht näher ausführen. Du bist in einer anderen Dimension. Es ist in etwa so, als ob du jahrelang im Urwald lebst, nichts mitbekommst davon, dass die Waldgrenze nur 100 Meter von deiner Lichtung entfernt ist. Diese Grenze hast du nie erreicht. Du kennst nur deine Lichtung und den Wald. Aber an der Waldgrenze, da siehst du plötzlich den Strand, nackte Frauen, den Sand, die Sonne, die Freiheit und das Meer, den freien Sex, oh, deine befreite Sexualität. Es ist schwer, mit Menschen zu kommunizieren, die nie den Wald durchschritten haben, die nur den Urwald kennen, nur ihre Lichtung. München ist eine Lichtung. München ist schön, aber es ist nicht der Strand. Es ist nicht das Eigentliche, das Authentische. Das wird gesucht in den Münchner Nachtclubs, in den Swingerclubs, auf Privatpartys, vielleicht in einigen offenen Beziehungen, aber sie suchen... Sie sind nicht angekommen. Es ist in etwa so, als ob sie einen künstlichen Strand schaffen würden. Sie suchen sich eine Ecke und schütteln mit Baggern und LKW Sand zu einem 50 Meter Strand auf. Sie haben dann ein Abbild geschaffen, wo sie sich hinwünschen. Aber sie sind nicht dort, weißt du. Dieser aufgeschüttete Sand, diese Nachtclubs, diese Swingerclubs und offenen Beziehungen befinden sich trotzdem noch in der Lichtung innerhalb des Urwalds. Sie spielen nur Freiheit. Sie sind es aber nie. Die South Beach ist fast frei. Ja, sie ist es nur fast. Aber sie ist nah dran. Sehr nah dran. Die Leute hassen das Normalsein. Das Normalsein ist die Lichtung mit dem Urwald ringsherum. Der Wald schränkt dich ein. Er nimmt dir auch das Licht. Sobald du die Lichtung der Norm verlässt, trittst du ins Dickicht. Wenig Licht, Schlangen, giftige Insekten. Du wirst es meist nicht schaffen bis zur Waldgrenze. Daher bleiben die meisten in der Normlichtung, trinken ihre Cocktails auf dem aufgeschütteten Sand ihrer Traumwelt. Der Sand der South Beach ist echt, nichts aufgeschüttet. Und die wippenden Popacken der Frauen sind genauso echt wie der Sand hier, denn sie sind unverhüllt und dadurch werden sie echt. Verhüllte Popacken sind unecht. Alles, was verhüllt werden muss, wird deshalb unecht, weil ich das Nackte vermeiden muss. Wenn ich das Nackte vermeiden muss, bekommt dieser Po auch in seiner Nacktheit einen faden Geschmack. Es ist in etwa so, wie wenn du das ganze Jahr verboten bekommst, eine Traube Nussschokolade zu essen. Verboten. Streng verboten. Und jetzt, an Weihnachten, darfst du es. Du isst diese Schokolade mit Trauer. Mit der Trauer und dem Bewusstsein, das ganze Jahr wieder das Verbot zu haben. Das ging mir nicht aus dem Kopf, wenn ich Frauen aus München vor mir hatte. Nackt, kniend und ich sie Doggy nahm. Ich habe dieses Verbot gevögelt. Ich habe das Verbot hineingevögelt. Und immer wenn ich ihn rauszog, hatte ich dieses quälende Gefühl, etwas gevögelt zu haben, was eingesperrt ist. Es ist nicht echt. Der Po, den ich durchgeknetet hatte, war nicht echt. Er war verboten. Alles, was verboten ist, ist nicht echt. Es ist bizarr. Nein, ich möchte echte Frauen. Eine Frau, die am South Beach nackt ihre Pobacken zeigt, ist echt. Sie ist echt verdammt. Spürt ihr den verdammten Unterschied? Barton mit seinen Komplexen, was für eine jämmerliche Gestalt er doch ist. Ich hoffe für ihn, dass er eine Frau findet, die ihn frei vögelt.